Checkpoint. Hallo und komm zurück zu Subnautica Below Zero. Ich stecke hier immer noch hinter den Kristallen. Ich weiß nicht, ob das Viech noch da ist. Ich muss mal gerade ein bisschen Sneak Peeken machen. Es ist abgehauen, okay. Das heißt, wir gehen hier runter. Wir müssen also hier in der Alter, ist das eine riesen Kristallwelt. Krass. Okay. Das sieht echt krass aus hier. Das Blöde ist, ich habe keinen Marker jetzt hier. Ich weiß halt nicht. Oh. Ja, hier sieht es richtig aus. Hier hat die Musik aufgehört. Wo bin ich hier? Warum ist das hier? Nein! Wieso darf ich hier nicht durch? Ich passe hier nicht rein? Ach krass, ich muss hier aussteigen? Komme ich da nicht durch? Nee, es geht nicht. Ich bin zu dick. Okay, dann müssen wir hier aussteigen. Ja, das wird ja spaßig jetzt. Okay, wir haben jetzt zumindest... Das sieht schon ein bisschen... Das sieht schon ein bisschen episch aus, muss ich zugeben. Das ist so ein bisschen wie so ein Superman-Ding, hätte ich beinahe gesagt, ne? So ein Superman-Layer. Warte mal, wir können hier gerade mal gucken. Das ist riesig. Da geht's raus und dann nach oben und dann um die Kurve, okay. Es ist ein bisschen unheimlich, muss ich zugeben. Warum baut man sowas hier unten? Und sind die Leviathane hier Schoßhunde? Schoßhunde hätte ich beinahe gesagt. Wow. Okay, das sieht schon ziemlich episch aus, muss ich zugeben. Wir gehen erstmal hier runter. Ich will jetzt nicht sofort dahin gehen, weil das ist zu offensichtlich. Ich will gerade mal hier die Nebenstrecke gucken. Ah, hier ist ja nichts. Schade, ich dachte, hier liegt noch irgendwas. Das wäre toll gewesen, wenn hier noch irgendwie so ein Gimmick liegen würde oder so. Okay, das ist, dass wir hier so schnell hinkommen, hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. Wow. Da ist auch nichts, ne? Nee. Wo kommen wir hier hin? Puh. Jetzt geht's ins Eingemachte, okay. Ach, guck mal, da sind noch ein paar Helferlein. Hallo, mein Freund. Kann ich dich noch scannen? Nee, kann ich leider nicht. Hier ist nicht so viel, ne? Oh, das sieht nach Organen aus. Warum sind die hier so aufgestellt? Okay, das ist merkwürdig. Warum hat man hier... Given your current location, I think they could still be improved. Your feedback has been noted. You have scanned all the components we need to make a storage body. Are you excited? Using the chemical compounds available in your body, I am able to approximate what you might call cautious optimism. Okay, jetzt ist ein bisschen unsicher. Warum steht das hier einfach so? Hier ist sonst nichts. Kein Computer, kein gar nichts. Es wird aber schwer bewacht, muss ich zugeben. Moment, das wurde aufgeklappt, das Ding. Das sieht aus, ist das hier... Ach, das sind Schubladen. Das sind genetische Schubladen. Aber warum ist die Schublade offen? Hier, guck mal, das sind alle Schubladen hier. Da, die sieht aus, als wurde die schon mal aufgemacht. Oder zumindest ein bisschen rausgezogen. Warum? Hier, oder sind das Ersatzteile? Hier, guck mal, da ist was, da ist was, da ist leer. Aber warum ist der hier offen? Das würde mich mal interessieren.
Sieht aber schon irgendwie cool aus, ne? Das sind Ersatzorgane. Das wäre sowas wie eine Lunge, hätte ich gesagt. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Würde ich jetzt erstmal so pauschal behaupten. Das sind vielleicht Nieren oder so? Das hier, weiß ich nicht genau. Verdauungstrakt oder so? Was soll das sein dann? Was wäre das dann? Bin mir nicht sicher. Ziemlich abgefahren, okay. Na gut, dann, wir haben es gescannt. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir so schnell kommen. Ich dachte, wir kommen noch in ein neues Gebiet und dies und jenes und, aber irgendwie ist hier nichts, ne? Das sind nur Kristalle. Ich dachte, wir hätten noch irgendwas Tolles hier. Das ist ein bisschen schade. Es sieht schon episch aus, muss ich schon zugeben. Also das ist schon, mir gefällt die Farbe. Ich mag die Farbe Lila. Die ist ziemlich nice, ist aber nicht als einziges. Ich mag eigentlich zwei Farben. Ja, da sind wir durch. Dann haben wir das jetzt, das können wir auf jeden Fall alles bauen. Mal kurz hier gucken, da ist natürlich ein Bild, Alter Schwede. Das sieht schon krass aus. Tja, jetzt können wir bauen. Ja, Bauorgane da. Jetzt haben wir alle Teile freigeschaltet. Ich glaube, jetzt geht's so langsam ins Eingemachte. Das könnte noch interessant werden. Ich esse das noch ein bisschen was, so. Trinken kann ich auch noch ein bisschen was. Was wird das denn weniger? Also wir sollten uns langsam wieder auf den Rückweg machen, weil lange hält das nicht. Wir haben es geschafft. Dann gehen wir mal ganz schnell zurück. Ich muss nur gucken, jetzt müssen wir mal an den beiden Titanen vorbei. Das müssen wir hinkriegen. Es sieht schon ziemlich episch aus hier, aber es ist echt einsam hier unten. Ich weiß gar nicht, ob das extra abgesichert ist hier. Vielleicht hätte man hier unten auch alles gekriegt, ich weiß es nicht genau. Was ich ganz gut finde, ist, dass hier Sauerstoff vorhanden ist. Das sieht schon echt episch aus, muss ich zugeben. So. Okay. Machen wir es wieder auf dem Rückweg. Okay, die Diamanten lasse ich mal liegen. Wir haben genug dabei. Moment, geht es hier noch weiter? Ne, hier geht es noch in die Ecke. Wir haben eigentlich genug Kyanid dabei, oder? Oder sind wir gierig und nehmen die drei noch mit? Ach komm, weißt du was, wir nehmen die drei noch mit. Wenn wir sie schon mitnehmen können. Ist dann was schon passieren? Hätte ich nicht sagen sollen, ne? Die Musik ist schon episch. Okay. Mal die drei da ran. Okay, jetzt heißt es wieder nach Hause. Also irgendwie können wir uns auf die Kristalle draufsetzen hier. Das wäre toll. Ja, können wir bedingt. Okay, das ist gut. Jetzt müssen wir gucken, wo wir da müssen wir raus. Da ist die Lampe. Schon abgefahren gemacht hier, muss ich zugeben. Alter, die Kristalle. Ich frage mich, was diese Kristalle bringen. Sind die irgendwas wert oder haben die irgendeine Besonderheit? Oder. Das muss ich mal kurz aufladen. Jetzt muss ich hier erstmal wieder rausfinden, noch heile. Das wäre noch toll. Ich mach drei Kreuze, wenn wir hier wieder rauskommen. Okay, da jetzt raus. Ich gehe mal da lang. Ich weiß ja nicht, ob es hier noch mehr Gebiete gibt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist nichts mehr. Problem ist, hier ist leider kein. Da können wir nach Dingens. Ich muss in die andere Richtung, ne? Wo zum Geist die Seebahn? Ich sehe die nicht mehr. Da oben. Ah, okay, das heißt, wir müssen irgendwie rauf. Die Frage ist, wo ist rauf? Ich habe mir das im Ekaros nicht gemerkt. Ich werde mal hier ein bisschen an der Seite lang gehen, damit wir hoffentlich keine Aufmerksamkeit auf uns ziehen.
Da scheint es nach oben zu gehen, hoffe ich mal. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wo wir hier rauskommen. Okay, da kommt das hier mal ran. Wo kommen wir hin? Lustig macht, ist das UN. Wow, da kommen wir nicht hin, das ist eng hier. Okay, so geht's. Wo kommen wir hier hin? Ist das der obere Teil der Höhle? Das wäre ganz toll. Problem ist, wir sind auf der falschen Seite, ne? Ich höre auf jeden Fall wieder ein Viech. Kann noch was trinken? Hier ist auf jeden Fall ein Viech unterwegs. Problem ist, ich weiß nicht, wo wir sind. Ich glaube, wir sind auf der falschen Seite. Ich sehe leider auch nichts. Das Portal. Ja, ich glaube, wir müssen auf die andere Seite. Wir müssen irgendwie auf die andere Seite. Das muss durch die Höhle wieder durch, ne? Warte mal, ich kann mal gerade aussteigen und mal gerade Dingens nehmen. Da geht's nach oben. Ja, oder wir gehen hier nach oben und versuchen dann auf die andere Seite zu kommen. Da ist die Seebahn. Wobei, da müssen wir noch richtig sein, oder? Wir müssen noch weiter nach oben auf jeden Fall. Ich bin froh, dass wir das hier auf jeden Fall mit dem Scanner schon machen können. Wir gehen hier lang, wir probieren das aus. Aber vorher repariere ich gerade nochmal. Denn ich möchte gerne vorbereitet sein. Ich habe jetzt nicht geguckt, wir haben noch 3 oder 4 Torpedos, ne? Ich glaube ja. Okay, dann müssen wir. Seebahn ist da. Ja, wir müssen da lang dann noch. Gucken wir mal. Wir probieren es jetzt. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir jetzt hier rauskommen. Ich habe leider mir die Dinger nicht gemerkt jetzt hier, weil ich mich so oft gedreht habe. Normalerweise kann ich mir sowas gut merken eigentlich. Aber gerade ist ein bisschen schwierig. Ich höre links. Okay, darüber. War schon mal gar nicht so schlecht hier, glaube ich. So, wo ist die Seebahn? Da. Das müsste hier eigentlich richtig sein. Ich glaube, wir sind hier sogar richtig. Ich steck fest. Oh, ich höre wieder was Großes. Bist du weg? Ich glaube, er ist weg. Er hat nochmal die Drehung gemacht und ist. Wow, warum komme ich hier nicht weiter? Jetzt. Oh, ich höre dich immer noch. Ich bin weg. Komm schon. Gib alles. Da ist die Seebahn, alles klar. Dann geht's Licht aus. Okay, 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 wir haben es geschafft. Puh. Okay, das war. Das war ziemlich kurz, muss ich zugeben. Ich bin froh, dass wir das hingekriegt haben. Ich hätte gedacht, es gibt hier noch ein anderes Gebiet oder sowas hier, aber scheint nicht. Kristalle ist hier tatsächlich dann Schicht im Schatten. Okay, da ist die Seebahn. Puh, okay, dann machen wir uns wieder auf den Rückweg. Dann können wir jetzt. Da kommen wir ja langsam echt ins Eingemachte, ne? Da muss ich ja doch mal ein bisschen was lesen. Hier, wir haben noch 80 Dinger übrig. Oh. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Jetzt kann ich dich annehmen. We have gathered the necessary components to begin constructing my body. Great. What's next? Let's get you out of my head. First, you must find the fabrication facility. It is concealed at some depths. Fabrication facility. So you planned on needing to make new bodies? It is a standard medical facility. A medical facility where you just replace your whole body when it wears out? Sounds a little beyond standard to me.
Ours was a research mission of the highest importance. So, what were you, a scientist like me? I am a scientist now. So, what happened? Your team found the vaccine and then... Please, Robin, you have the components. Find the facility and construct the body. Okay, but don't think I don't notice you changing the topic. Ist mir auch aufgefallen. Er ist nicht drauf eingegangen, auf die Fragen, die wir gestellt haben. Ich hoffe mal, dass das nicht böse endet. Ich bin mir da nämlich noch nicht ganz so sicher. Ich bin da noch ein bisschen unentschlossen. Ich hoffe mal, dass es... Oh, jetzt bloß nicht den Krebs verlieren. Uäh. Ist der Krebs noch da? Ich muss mal gerade nachgucken. Das klingt irgendwie falsch. Wir gehen mal hier rüber gerade. Nicht explodieren, nicht explodieren, nicht explodieren. Okay, es ist explodiert. Gucken wir mal gerade. Haben wir noch unseren Passagier dabei? Passagier ist dabei. Okay. Gut, ich will nämlich nicht, dass der wieder verloren geht. Das wäre nicht so toll. Den Teleporter haben wir jetzt nicht benutzt, muss ich zugeben, ne? Ich bin überlegen, ob wir den einfach mal so testen, ne? Uäh, ist das noch ein bisschen zu eng hier, ne? Ich komme hier echt schlecht um die Kurve. Dann fliegen wir hier lang, komm. Beziehungsweise fliegen, ich sag mal fliegen. Es fühlt sich an wie fliegen, aber es ist ja nicht fliegen. Es ist ja eigentlich fahren. Wir fahren ja unter Wasser. Er hat gesagt, er möchte den Körper konstruiert haben. Das heißt, er möchte so schnell wie möglich raus. Aber ich... Ich bin noch hin und her gerissen. Ich hoffe mal, dass es was Gutes ist und nicht was Schlechtes ist. Dass er jetzt doch auf dich eingegangen ist. Oder vielleicht erachtet er es auch als nicht wichtig. Das kann natürlich auch sein. So, wo ist denn jetzt hier der Ausgang? Jetzt müssen wir gerade gucken. Gibt es irgendwo einen Weg nach oben, wo wir ganz chillig nach oben kommen hier? Hier. Okay. Hier kommen wir chillig nach oben. Wir sind nämlich ein bisschen länger hier. Wir haben ja 4 Anhänger hier dran. Und dann noch den Krebs hinten. Da ist schon ein bisschen mehr. So, wir müssen zur Einrichtung zurück. Die Frage ist, wo war diese Einrichtung? Ich weiß es nämlich nicht mehr genau, weil es schon so lange her ist. War das die Einrichtung mit dem Portal? Oder war das was anderes? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich muss gleich nochmal einen Text nachgucken. Das kann ich mich jetzt nicht genau sagen. Tja, dann haben wir jetzt eine halbe Stunde gebraucht, etwas mehr als eine halbe Stunde, um reinzukommen. Und kann man sagen, wir eine halbe Stunde, um rauszukommen. Da liegen wir eigentlich gut in der Zeit. Das heißt, wir haben echt alles gefunden jetzt. Das hätte ich schon früher kriegen können, aber ich bin mir nicht sicher gewesen. Das Gute ist auf jeden Fall, dass man diese Verwirbelungstorpedos nutzen kann, um den Leviathan ein bisschen zu hemmen, sozusagen. Ich meine, das ging beim ersten Teil, glaube ich, nicht, oder? Ich glaube, das war nutzlos beim ersten Teil. Oder doch nicht? Bin mir nicht sicher. Ich habe es nicht ausprobiert, glaube ich, ne? Oder? Bin mir nicht sicher. Aber er hat ja auch schon geknuspert, also versucht, uns anzugreifen. Aber da er uns nicht verschlingen konnte, hat er abgelassen. Ich denke mal, wenn wir ohne den Krebs losgegangen wären, dann hätte er uns wahrscheinlich zersnackt. Dann wäre vorbei gewesen. Da hätten wir dann echt Pech gehabt. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das so gut geht. Dann lesen wir, machen wir gleich mal Lesestunde. Naja, Lesestunde kann man nicht sagen, aber ein bisschen lesen wir noch. Und dann sind wir auch gleich wieder durch für diese Episode. Dann bleibt noch eine Episode übrig. Erstmal, wo wir die Einrichtung suchen müssen. Ich habe jetzt keine Ahnung, ich muss nochmal nachgucken, gleich nachlesen. Vielleicht haben wir die schon gefunden, was ich glaube. Aber da muss ich erstmal wieder sortieren, wo war diese Einrichtung. Und ja, machen wir das mit dem Gegenmittel noch fertig. Ich würde sagen, wir müssen das Gegenmittel eigentlich noch testen, was wir hier haben. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Ich bin jetzt überlegen, ob wir das Gegenmittel zuerst testen. Und dann... Achso. Stehen wir ein bisschen schief? Wir stehen ein bisschen schief. Und dann wissen wir mehr. Und bauen dann den Körper, sozusagen. Hätte ich jetzt pauschal erstmal gesagt. So, das müssen wir aber nochmal gucken. So, wir laden erstmal ab jetzt hier. Kriege ich das hier alles rüber? Ich hoffe mal. Doch, das geht. So viel ist es zum Glück nicht. Das bleibt alles da. Oh, die Fische müssen wir essen, ne? Ja, Wasser ist nicht mehr so gut.
können wir noch das hier trinken. Vital signs stabilizing. Okay, wir sind schon ein bisschen grenzwertig. Welcome aboard, Captain. Dann stecken wir gerade noch ein bisschen was weg hier. Achso, mehr geht nicht. Wir haben schon wieder volles Inventar gerade. Zack, zack. Die bringen nicht so viel. Dinges, was brachte denn hier die hier? Die sind richtig gut. Sind unter eigentlich die besten, muss ich zugeben hier. Besser als die Nüsse. Gut, Nüsse kann man verstehen. Die sind ja auch ein bisschen trockener. Wo packen wir die denn jetzt rein? Hier rein? Ja, würde ich sagen, ne? Schmeiß die da mal rein. Haben wir genug von. Ja, das sollte erstmal reichen. Da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen was bauen. Das Wärmemodul wollte ich noch bauen. Ich weiß natürlich nicht, ob es jetzt noch was gab, aber ich habe jetzt nichts mehr gesehen, außer das Kristall-Biom. Ich weiß nicht, ob da noch was zu finden ist dann. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich habe jetzt nicht weiter geguckt halt. Bin froh, dass wir da hingekommen sind. Schauen wir mal. Es wäre natürlich krass, wenn wir noch ein Biom finden würden, ne? Was haben wir denn hier? Blablabla, Bauteile, Fertigungseinrichtung. Unsere Forschungsmission war von allerhöchster Wichtigkeit. Es wurde nicht mein ganzes Volk eingeladen. Das klingt dann eher so wie Pioniere. Beziehungsweise klang eher nach einem Geheimauftrag. Was warst du dann? Ein Wissenschaftler? Wie ich? Jetzt bin ich ein Wissenschaftler. Das klingt schon mal nicht so gut. Oder hat er das... War er jemand, der rumexperimentiert hat, sozusagen, und hat sich unsterblich gemacht dadurch? Oder wollte unsterblich sein? Und hat an was geforscht, was für das Volk vielleicht nicht so gut ist. Aber andererseits, es gab ja noch mehr hier, ne? Ich bin mir nicht sicher, aber das sind alles Vermutungen. Guck mal, wir haben noch drei Kommunikationen, die können wir auf jeden Fall noch lesen. Die Merkur-Logbücher, dann haben wir die nämlich auch durch. Wenn ich denn noch welche finde, weiß ich jetzt nicht genau. Ich weiß auch nicht, ob wir alle Musikstücke haben. Da wollte ich auch nochmal gucken, weil die Musik ist ganz cool, muss ich zugeben. Schauen wir nochmal, was haben wir denn hier? Leuchtendes Picknick Jasmin. I finished the reactor checks. We dumped a ton of runoff and we don't need the rods melting down. Then I helped with the scavenging, chopped some veggies with the cooks and tried to help Diana, but she sent me down to engineering with Stephanos. I've been working with him the last few days. Stephanos, how to describe Stephanos? He's by far the most thorough engineer I've worked with, and no ego. He never leaves a job undone, no matter how late it is. I've never seen him awake before 11, and he always greets me by saying, Kalimera, Yasmin, in the sleepiest drawl. Not a morning person, that one. He listens with the slightest smile on his face and twirls this stray curl by his ear. He asks a billion questions, but I don't mind. He surprised me today. There's an empty room on the bridge, just a spot of negative space in the ship. He set the picnic there and said, I need to relax. He even called me a busybody. There were these crazy glowing fungus things he found to set the ambiance. The most exciting part though, drum roll, he can jailbreak fabricators. He made a small batch of traditional Grecian dishes, but the craziest part, he managed to make a suitable falafel for me. I never thought I'd see a good falafel in deep space. Alhamdulillah. A quiet genius, that one. This planet may be a cold mistress, but maybe it isn't so bad. Okay, bahnt sich da eine Liebesgeschichte an? So klingt es zumindest. Stephanos hat sich ganz schön ins Zeug gelegt. Ja, Morgenmuffel bin ich eigentlich auch. Ich will eigentlich morgens nicht so früh aufstehen. Eigentlich mag es eher so ganz gemächlich aufstehen. Warmes Frühstück ist ganz angenehm. Wobei das dann eher schon Mittagessen wird. So wäre dann halt auch. Das wäre schon ziemlich angenehm. Ganz zu früh aufstehen ist immer so ein bisschen. Das ist ein bisschen. Ja.
Aber nachts, ich finde das abends gut. Oder nachts halt, wie jetzt zum Beispiel gerade in der Aufnahme, es ist schön ruhig, du kannst das ganz in Ruhe genießen und chillen hier, das ist echt angenehm. Dann halt keinen Stress von draußen, sonst irgendwie. Reparatur der Schiebdüsen, Stephanos. Gucken wir mal, was er noch zu sagen hat. I can only do repairs in spurts. That's so inefficient. The larger tools seem to set off seismic activity nearby. A crew came back telling stories of gigantic worms burrowing in the ice. I don't know what they're all going on about. They were hypothermic and frostbitten because they walked back to avoid angering them. The ice shelf is probably a bit unstable and they got disoriented or something. To borrow from Diana. Orion's belt thermocouplings are not meant to be worked on in 20-minute spurts. If we break the process, we'll break the ship. But it's nice to hang out with Yasmin while we wait for the rumbles to stop. I hope she doesn't mind all my questions. I love hearing her voice. Her face lights up, and she's got the most expressive eyebrows. They're practically acrobats. The way she looks when talking about nuclear engineering is the same way I look at my grandmother's domades. The woman never sits down, though. She told me that she used to do decathlon in college, and I can believe it. She's like a bouncy ball, just all over the place. She makes rounds on the ship every day to see if people need help. I should do something nice for her. She's always helping everyone else. I wish I had a fraction of her energy. das klingt ein bisschen hin und her gerissen, okay. Das klang jetzt eher, wie soll man sagen, dass er ihr was Gutes tun wollte, aber irgendwie, hier oben hat er gesagt, er fand das und das an ihr gut. Das klang schon eher wieder anders ein bisschen. Ich bin nicht sicher. Was haben wir denn hier noch? Der letzte von Stephanos. Schaden an den Schubdüsen. Well, we landed safely, despite my apprehension. Diana, damned adrenaline junkie, took one of her defining risks and it paid off. Why hire me as the maintenance engineering officer if you aren't going to listen to their advice? Ah, Papa. I didn't go to school for 8 years and get 3 degrees for nothing. I tried to convince Diana that we don't need to stop for repairs. That's what the drift drive and the secondary propulsion system are for. Just a bit slower. But she's in charge, not me. On the plus side, I get to work with Yasmin. I didn't know she was such a busybody. She's been going around the whole ship giving folks a hand. I think she was getting on Diana's nerves, so she assigned Yasmin to me. She's helping me inspect and repair the thruster systems. I thought I was the most mechanically inclined person on the ship, but I think she has me beat. She can definitely teach me a thing or two, as long as I don't get too distracted by her smile. She's got the best smile. Ich würde sagen, er hat sich doch ziemlich ablenken lassen von ihrem Lächeln, aber es ist auch nicht schlecht, ne? Die verstehen sich, die haben... können beide das Gleiche machen, so wie es aussieht. Mit der Einschätzung von Diana hat er recht, dass Yasmin abkommandiert wurde, sozusagen, so ein bisschen. Damit er ein bisschen Ruhe ist. Okay, wir haben noch so viele Forschungsdinger hier. Oh, Backe. Geologiedaten. Boah, kriegen wir das noch alles weg hier? Gucken wir mal fremde Daten, weil wir sind ja gerade dabei, ein bisschen Dinge zu machen. Bodensammler. Hier, den haben wir ja schon gehabt, ne? Den Bodenprobensammler. Dieses fremde Artefakt scheint ein programmierbarer Roboter zu sein, der Boden- und Gesteinsproben sammelt und analysiert. Scans zeigen das Vorhandensein von Geräten an, die den von Menschen gebauten Lasern und spektrographischen Analysegeräten sehr ähnlich sind. Okay. Die sind weiterentwickelt, aber das Grundprinzip scheint noch ähnlich zu sein oder gleich sogar. Das ist auch interessant. Okay, Energiegenerator. Den haben wir auch gesehen da. Bevor Hermann Krebs sich verabschiedet hat. Scans zeigen, dass diese Anordnung fremder Geräte dazu dient, Energie im Megajoule-Bereich anzusammeln und schnell freizusetzen. Sie wird durch im Inneren gelagerten Ionenwirbel gespeist. Diese Superkondensatoren können verwendet werden, um kurze Spannungsspitzen in den Leitungen zu glätten, die verschiedenen Erbauerstandorte verbinden. Naja, gut, die sind teilweise abgerissen, ne? Die, Erbauerbestandteile, das ist ja das, was sie gemacht haben hier. Die Organe der Erbauer sind praktisch ein Netzwerk aus biologischem und kybernetischem Verbundmaterial, das eine Vielzahl von Untersystemen enthält. Das Herz ist ein besonders
komplexes Kernstück dieses biotechnologischen Hybriden. Er transportiert Blut und Nährstoffe, um die lebenden Bestandteile des fremden Körpers zu ernähren und zu erhalten und fungiert gleichzeitig als primäre Energiequelle für das kybernetische Neuralsystem. Sensorische Eingaben werden verarbeitet und in ein dichtes Netzwerk von unglaublicher Rechenleistung gefiltert, das Gehirn des Erbauers. Es scheint kein Atems- oder Verdauungssystem vorhanden zu sein, was auf ein Leben hindeutet, das vollständig und ununterbrochen von elektrischer Energie gespeist wird und auf einem Körper, der in Umgebungen überleben kann, die ansonsten den meisten Lebensformen äußerst feindlich gegenüberstehen. Ah, okay. Der hat also keine Organe. Das heißt, es ist das Herz und, Energiesystem, ne? Oder wie war das jetzt? Ja, doch, okay. Trotz seines komplizierten Designs setzt das Festhalten an der Einbeziehung biologischer Komponenten den Erbauerkörper dem Risiko aus, sich mit Krankheiten zu infizieren. Tja, ist natürlich die Frage, ne? Ob man das irgendwie... Aber ich glaube, alles elektronisch wird auch nicht gehen, weil da wird es ja auch irgendwie Probleme geben. Das muss irgendwie eine Symbiose sein aus beiden wahrscheinlich, ne? Ob das natürlich optimal ist, ist natürlich auch so eine Sache. Das erinnert mich dann wieder an die Borg. Man kann zwar effizienter sein, aber ich glaube, irgendwo ist auch ein bisschen zu viel dann des Guten, oder? Außer dein Körper ist wirklich im Eimer, dann geht's nicht anders, dann halt. Aber da wäre es trotzdem gut, wenn man trotzdem noch die Eigenschaften hätte, die man so eigentlich auch hatte, ne? So ein bisschen Ghost in Shell Style mäßig. Fragen über Fragen. Erbauergewebe. Eine lederähnliche Gewebeprobe fremden Ursprungs. DNA-Marker weisen auf eine komplexe Mischung hin, die aus über 20 verschiedenen Quellen synthetisiert wurde. Die Gewebeprobe enthält fortschrittliche Bio-Verbundstoffe, was zu einzigartigen mechanischen Eigenschaften führt. Kompression, Höchstdruckfestigkeit, schützt vor äußeren Kräften und kann auf eine Anpassung an extreme Umgebungen hinweisen. Aufprall, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schäden durch hohe energische Stöße. Elastizität, ein niedriger Elastizitätskoeffizient ermöglicht es dem Gewebe, auf Körperbewegungen zu reagieren, sich anzupassen und zu dehnen. Also im Grunde genommen haben sie das Beste aus allen Welten genommen, ne? So wie es aussieht. Ja, Bauer Skelettstruktur. Die hatten wir ja ganz am Anfang gefunden, glaube ich. Das war das Erste, was wir gefunden hatten, glaube ich, ne? Eine dichte und stabile synthetische Skelettstruktur aus unbekannten fremden Bestandteilen. Es wird geschätzt, dass das Skelettmaterial auf der Motion-Härteskala eine 10 erreicht. Aufgrund seiner unglaublich starken Schlagfestigkeit ist es sehr bruchsicher. Krass, ein Skelett, das nicht brechen kann. Müsste das aber nicht auch ein bisschen elastisch sein? Um wirklich dann hart zu sein? Oder muss es so hart sein, dass es dem bekannten Druck widersteht, ohne dass es kaputt geht? Aber ich hätte gesagt, das muss auch eine Mischung sein, irgendwie so eine Symbiose, hätte ich beinahe gesagt. Ich bin mir nicht sicher. Er baut Teleporter, den haben wir ja auch gebaut, aber noch nicht getestet. Die ersten Spekulationen über diese fremden Konstruktionen gingen davon aus, dass es sich bei den Toren möglicherweise um religiöse Artefakte oder Industriemaschinen handelt. Weitere Untersuchungen haben gezeigt, dass es sich bei diesen Toren tatsächlich um Teleporter mittlerer Reichweite handelt, die den sofortigen Transport von baryonischer Materie über Raum und Zeit ermöglichen. Die Teleportation erfordert die Paarung vom Primär- und Sekundärtor. Das Primärtor bestimmt den Zielort und muss mit Energie versorgt werden, damit Materie in beide Richtungen übertragen werden kann. Wenn das Primärtor nicht funktioniert, wird das Sekundärtor unbrauchbar. Bis jetzt konnten die Prozesse, die diese fremden Teleportationstechniken ermöglichen, nicht vollständig nachvollzogen werden. Das haben wir ja gemacht. Wir haben ja das Tor aktiviert. Es gab aber noch ein Tor. Die Frage ist aber, wo geht das hin? Und hier stand auch Kurzstrecke. Wir haben den Satelliten gefunden. Ich habe die Befürchtung, das könnte eine Verbindung zu einer längerfristigen Dingens gewesen sein. Aber da frage ich mich dann, wirst du dann von Satellit zu Satellit teleportiert oder geht das dann irgendwie lichtgeschwindigkeitmäßig bis an den Zielort? Das wird dann ein bisschen Stargate-mäßig. So viele Fragen. Okay, wir machen noch das Bergungsgerät, die fremde Statue und dann sollte es erstmal wieder gewesen sein. Dann haben wir wieder viel geschafft, zum Glück. Da kommen wir auch langsam weiter. Fossilienbergungsgerät. Basierend auf der Analyse wird spekuliert, dass dieses Artefakt ein archäologisches Werkzeug zum Auffinden und Ausgraben fossiler Überreste ist. Der Hauptteil der Ausrüstung ist zwischen zwei Gleitschienen befestigt. Der Excavator sendet einen Sonarimpuls aus, der Bodendaten sammelt. Wenn der Impuls von einem möglichen versteinerten Objekt zurückprallt, beginnt der Ausgrabungsprozess. Das war das, wo wir unten gewesen sind. Das Gerät, das haben wir auch ganz am Anfang gefunden.
Die Arme emittieren eine Reihe von Laserstrahlen und entfernen so langsam Mikroschichten des umgebenden Materials. Sobald ein Fossil entdeckt wurde, werden diese sorgfältig kalibriert, in Laser verwendet, um Material zu lockern und gleichzeitig das darunterliegende Fossil zu erhalten. Fossilien können mit Hilfe von Kohlenstoffdatierung und anderen Methoden analysiert werden, um zu verstehen, wie die Umwelt vor Jahrmillionen gewesen sein könnte. Diese können mit aktuellen Daten verglichen werden, um Entwicklungen festzustellen. Ja, das machen wir hier eigentlich auch, glaube ich, ne? Nur, dass wir es nicht mit so einem vollautomatischen Gerät machen. Da ist die Statue von dem Erbauer. Fremde Statue. Diese Statue, unbekannter Herkunft, präzise aus einem Block aus reinem Kupfererz hergestellt, scheint eine Art Lebewesen darzustellen und ähnelt den Zentauren der antiken griechischen Mythologie. Es wurden mehrere Theorien aufgestellt. Die Statue könnte als kulturelle Marker dienen und die Anwesenheit oder Autorität einer bestimmten Gruppe oder Untergruppe einer intelligenten fremden Lebensform anzeigen. Möglicherweise ein religiöses Artefakt, das eine Gottheit oder eine andere bemerkenswerte Figur darstellt. Künstlerischer Ausdruck, eine erfundene Form, die Einfallsreichtum darstellt. Okay. Da haben wir jetzt schon ein bisschen was gelernt, wa? Jetzt haben wir noch zwei Wasser, die können wir uns gleich mal einziehen hier. Dann ziehe ich mir gleich noch ein bisschen, haben wir es denn jetzt hier? Oh, wir haben gerade noch ein paar Nüsse hier. Komm, dann nehme ich ein paar Nüsse mit. Drei Stück reichen schon? Okay. Haben wir ein bisschen was gelesen? Haben wir das ein bisschen was rausgefunden? Und ja, wir müssen die Sachen noch bauen. Ich muss mal gucken, ob ich das schon mal vorbereite. Und dann, hätte ich gesagt, gucken wir in der nächsten Episode erstmal nach dem Gegenmittel, würde ich sagen. Bei dem großen Leviathan. Und gucken mal, was passiert. Und dann kümmern wir uns um Ellen, würde ich sagen. Und schauen mal, was davon wird. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht genau, wie das aussieht hier, was wir noch so finden, was auf uns zukommt. Ich hoffe mal, dass wir hier heile wieder wegkommen. Und die Story, das wäre natürlich gut, wenn die Story noch gut ausgeht, aber irgendwie offen bleibt. Ich hätte ja Bock auf einen dritten Teil, muss ich zugeben. Die Frage ist nur, was könnt ihr mir noch machen? Weil es geht ja hier um Wasser. Wir sind ja im großen offenen Meer gewesen, haben die Informationen mitgetragen, haben noch mehr aus dem rausgefunden, was vor der Altera war sogar. Muss ich zugeben. Hier haben wir noch ein bisschen nach der Altera mitgekriegt, aber nur ein bisschen nur. Ich frage mich, ob wir da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr mitkriegen könnten. Das wäre natürlich krass im dritten Teil, dass du noch ein bisschen mehr von der Story mitkriegst, warum diese Story hier passiert ist. Beziehungsweise wir haben ja ein bisschen rausgefunden, was hier gemacht wurde und so. Aber da wäre es cool, wenn man da auch noch so ein paar andere Sachen rausfinden würde. Vielleicht, das wäre interessant. Und dann, ja, ist die Frage, ne? Wir waren jetzt im Eis, wir waren jetzt im großen Meer. Was könnte man noch machen? Das wäre, glaube ich, so... Ich weiß nicht. Das i-Tüpfelchen hätte beinahe gesagt, aber das, ich weiß nicht genau, wie krass das wäre, wenn man jetzt einen Subnautica hätte in den Deep Darks, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also wirklich ganz, 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 ganz tief unter Wasser. Aber das wäre wahrscheinlich ein bisschen sehr deprimierend, wenn du keine Wasseroberfläche mehr hättest. Dass du so tief bist da unten, dass du noch ganz andere Lebewesen findest, die man so noch nicht gefunden hat. Aber dann müsste die Ausrüstung noch tiefer tauchen können. Wir sind ja, glaube ich, bis maximal 1500 Tiefe konnten wir. Ich weiß nicht, ob wir noch Ausrüstung kriegen könnten, die vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen würden. Dass man in so einer Art Höhlensystem sitzt oder sowas dann halt. Dass da vielleicht auch noch was gefunden wurde oder so. Und eine andere Ausgrabungsstätte vielleicht noch, die... Ja, vielleicht noch ein bisschen was anderes verbirgt. Das krasseste wäre natürlich dann, wenn du ein Ending hättest, wo du dann nur eine Fluchtmöglichkeit hättest, weil halt sowas Krasses passiert, dass du dann da nicht mehr wegkommst, sondern du musst den Teleporter benutzen. Und kommst dann, das wäre natürlich krass, kommst dann zu den Erbauern. Das wäre, aber da müsste dann auch wieder Stopp sein, glaube ich, dann da an der Stelle. Das müsste so das Ende sein. Du kommst dann, zack, durchs Portal, kriegst vielleicht noch so einen Snippet, sag ich mal so mit. Erbauerplanet vielleicht. Und dann ist Ende. Und der Rest wäre dann, da könnte man ein Buch schreiben oder sowas vielleicht. Weil wir haben ja schon so viel mitgekriegt hier, hier und da, so ein bisschen am Rande. Das, ja doch. Aber es ist halt immer nur so vage gehalten, so ein bisschen. Ich bin mir mit Ellen auch noch nicht so sicher. Ich hoffe mal, er ist ein guter und nicht irgendein so Bösewicht, der hier verbannt wurde. Was die Leute aber vergessen haben vielleicht.
Oder er war ein Military Guide, Dude, der die Wissenschaftler hier geleitet hat, vielleicht sogar. Das kann natürlich auch sein. Ich bin mir nicht sicher. Naja, Spekulation über Spekulation. Mal gucken, was davon wird. Wir haben auch schon wieder viel gemacht jetzt hier. Die Episode ist schon wieder mega lang, glaube ich. Denke ich mal. Aber ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Auch wenn ich jetzt gerade wieder ein bisschen viel gelesen habe, weil ich will das auf jeden Fall noch fertig kriegen. Das ist wieder so ein bisschen wie beim ersten Teil. Wo ich lese die letzten Episoden, dass ich das noch durchkriege, dass wir so viel möglich aufnehmen können. Um die Story so ein bisschen abzurunden, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und das Feeling. Ich versuche das auch schon mal ans Ende zu packen für die Leute, die dann das nicht unbedingt gucken wollen. Die können dann natürlich vorher schon abschalten. Ja, ich bin mal gespannt. Es wäre cool, wenn echt noch ein dritter Teil kommt. Da hätte ich ja schon echt Bock drauf, muss ich zugeben. Da, mal gucken. Vielleicht kommt da ja doch noch was. Und ist natürlich die Frage, worum es dann geht dann, ne? Und dann muss ich mal gucken, wenn wir jetzt wirklich bald am Ende sind. Ich weiß noch gar nicht, was wir dann als nächstes machen. Gehen wir dann ins Weltall vielleicht? Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Bin mir nicht sicher. Weil da kam auch schon wieder so ein bisschen was Neues da, wo ein Update rausgekommen ist, was mich interessieren würde. Aber ich weiß nicht genau, was man da so zeigen könnte. Das müssen wir mal schauen. Ja, ich quatsch mal lieber nicht so viel. Ich quatsch mich hier schon wieder dumm und dämlich. Tut mir leid. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.